eine total süße Idee, mal zusammen zu kochen. Weiß nicht, ist doch viel besser, als ins Restaurant zu gehen, viel persönlicher. Man hat ein bisschen was zu tun, kann sich nett unterhalten. Stimmt, ist mir noch nicht aufgefallen. Im Restaurant, da muss man ja echt 2 Stunden auf einer Stelle sitzen. Das ist ja eigentlich schrecklich. Manchmal eine Rede. Also, wie machen wir es? Du schneidest die Zwiebeln und ich nehme den Knoblauch. Nee, bei Zwiebeln muss ich immer so heulen. Finde ich furchtbar. Okay, kein Problem. Dann nehme ich die Zwiebeln und du den Knoblauch. Nee, ehrlich gesagt, da stinken mir hinterher meine Finger immer zu sehr. Ja, verstehe. Könntest du die Tomaten häuten? Die sind mir zu heiß. Okay, Marinade für den Salat? Kenn ich mich gar nicht mehr aus. Pilze waschen? Mag ich nicht. Wasser heiß machen? Ah, ich will mich nicht verbrühen. Den Wein öffnen? Ehrlich gesagt, das ist mir viel zu anstrengend. Na super, wie stellst du dir das vor? Ich soll hier den ganzen Scheiß alleine machen, nachher findest du das Essen nur so lala und kurz bevor wir vögeln, haust du ab, weil du irgendwie noch nicht über deinen Ex-Freund weg bist, oder was? So könnten wir es eigentlich machen. Super. Dann schneide ich jetzt. Schön, da sind Sie ja. Frau von Haschke, worum geht es denn diesmal? Haben Sie die Kartoffeln denn gar nicht dabei? Was für Kartoffeln? Ich hatte bei der 110 extra gesagt, es ist ein Notfall. Kommen Sie schnell und bringen Kartoffeln mit. Ich gehe mal davon aus, dass die Kollegen in der Notrufzentrale zuerst den Notfall bearbeiten wollten. Ja, aber das ist doch einer dasselbe. Ich habe keine Kartoffeln mehr. Frau von Haschke, Sie können doch nicht einfach den Notruf der Polizei alarmieren, nur weil Ihnen die Kartoffeln ausgehen. Ne, das geht nur wirklich nicht. Frau von Haschköter, haben Sie gehört, was wir gesagt haben? Ja! Wissen Sie was? Kriegt der Ladislaus heute halt Nudeln. Also, dann guten Appetit und schönen Tag. Nee, nee. Sie müssen mir doch helfen. Ich kann doch nicht kochen. Frau von Haschköter, wir sind Polizisten. Wir werden ganz bestimmt nicht für ja, Sie... Ja, ja, ja. Jetzt seien Sie mal nicht so. Sind im Eckrondell, die Messer in der Schublade neben dem Herd, die Nudeln und Tomaten und alles andere finden Sie in der Speisekammer. Ja, da. Wenn Sie Hackfleisch oder sowas brauchen, das ist alles in der Kühltruhe. Frau von Haschköter, wer ist das denn? Das war unsere Köchin. Sie wollte eine Glühbirne auswechseln und Ladislaus ist versehentlich mit dem Rollstuhl gegen die Leiter gefahren. Da ist sie unglücklich gestürzt. Und wie lange liegt die schon hier? Seit vorgestern. Seit vorgestern? Und da rufen Sie uns wegen der Kartoffeln an? Mann, wenn sowas passiert, dann müssen Sie einen Notarzt rufen! Ach, meinen Sie, der hätte dann Kartoffeln mitgebracht? Nein, der hätte keine Kartoffeln mitgebracht, aber der hätte vielleicht das Leben dieser armen Frau gerettet! Nein, glauben Sie mir, sie war direkt tot. Das habe ich am Knacken gehört. Ich will ja nicht drängeln, aber wenn Ladislaus aufwacht, hat er großen Hunger. Frau von Haschköter, wir kümmern uns jetzt als erstes um die Leiche. Die muss abtransportiert werden, es muss eine Untersuchung geben, die Verwandten müssen benachrichtigt werden. Nein, sie hatte keine Verwandten. Und sie war ja auch illegal hier. Das wird jetzt eine Menge Papierkram für Sie, oder? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn Sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er Ihnen nahe und hilft. Amen. Toll gemacht. Kommen Sie jetzt, Herr Bernd und Herr Werner. Haben Sie schon überlegt, ob Sie für Ladislaus lieber Reis oder Nudeln kochen wollen? Also, Nudeln mag er eigentlich lieber. Frau von Haschköter, ich denke, für heute ist es mal genug, oder? Ja, gut. Sie haben wirklich viel für mich getan. Wissen Sie, was ich mache? Ich rufe jetzt Ihren Chef an und sage ihm, wie toll Sie mir heute geholfen haben, obwohl Sie ja die Kartoffeln vergessen haben, nicht wahr? Hopp in die Küche! Die Zwiebeln kleiner schneiden, so kann der Ladislaus das nicht kauen. Sag mal, Bernd, heulst du? Das sind die Zwiebeln. Das duftet vielleicht gut. Bravo! Bernd, Werner, wo steckt ihr denn? Wir haben einen Großeinsatz am Rathenauplatz. Vielen, vielen Dank. Das war ganz lecker. Reicht, wenn Sie das Geschirr dann morgen früh sauber wieder zurückbringen. Bis morgen. Tschüss. Vielen Dank nochmal. Und spannen Sie beide mal aus. Sie sind richtig blass. Tschüss! Die Sache bleibt unter uns, Bernd. Ich hasse diese Gegend.
Hi, Schatz. Nee, nicht Schatz. Was ist denn los? Ja, komm mal ins Wohnzimmer und sag du mir, was los ist. Komm. Stichwort 1. FC Köln. Na, klingelt? Ach Gott, ja. Die E-Mail-Versteigerung. So, dann den Zaun. Ist alles gekommen für mich? Das kann man wohl sagen. Gib's zu, ich war nah dran. Fast hättest du mich eingelassen. Ich muss da rein. Ach du Scheiße. Da sind wir einer Meinung. Die sind ja echt. Das habe ich neben deinem Computer gefunden. Hier. 4.49 Uhr nachts, das war vorgestern, nach deinem Kickerabend. 1. FC Köln, komplett, aber ohne Trainer, nach eBay-Richtlinien gereinigt hier. Höchstbietender ist Ralf Günther. Mit 141,10 €. Ich war mir total sicher, dass mich da jemand überbietet. Ich meine, das dürfen wir Blitz gucken, das andere ist lang. Nein! So, die oder ich? Hey, ich rufe morgen natürlich sofort bei eBay an. Das ist doch. Morgen? Ja, wo schlafen die dann diese Nacht? Und vor allen Dingen, wer soll denn für eine ganze Fußballmannschaft kochen? Matthias, Marius, Christian, Michael, Jörg, Carsten, Thomas, Dirk, Alexander, Mustafa, Mose, Sebastian, Oliver, Evangelos und die beiden Markus essen! Und lass den anderen aus dem Kreis! Ach, bist du Schatz, wir können! Was ist denn? Du hast nur geträumt. Echt? Aber ja. Lass mal Licht anmachen, dass ich von dem Traum wegkomme. Oh, das ist nicht so eine gute Idee, weil